Die Höflichkeitsform. Die Höflichkeit wird im Singular, eine Person, und im Plural, mehrere Personen, gleich konjugiert. Guten Tag, Herr Schuster. Schön, dass Sie da sind. Ich habe eine wichtige Nachricht für Sie. Guten Tag, meine Damen und Herren. Es freut mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Haben Sie noch ein wenig Geduld, bevor ich Ihnen meinen heutigen Gast vorstelle. Ist die angesprochene Person allein, antwortet sie mit der ersten Person Singular ich. Wie heißen Sie? Ich heiße Held, Karl Held. Wo wohnen Sie? Ich wohne in der Ortsstraße 16. Haben Sie Haustiere? Nein, ich habe keine Haustiere. Werden gleich mehrere Personen angesprochen, antworten sie entweder mit den Pronomen ich plus er sie das oder mit wir. Wie heißen Sie? Ich bin Herr Held und das ist Herr Maus. Wo wohnen Sie? Wir wohnen beiden im gleichen Haus. Halten Sie Haustiere? Nein, ich habe keine, aber Herr Maus hat eine Katze. Die Höflichkeitsform. Die Höflichkeit wird im Singular, eine Person, und im Plural, mehrere Personen, gleich konjugiert. Guten Tag, Herr Schuster. Schön, dass Sie da sind. Ich habe eine wichtige Nachricht für Sie. Guten Tag, meine Damen und Herren. Es freut mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Haben Sie noch ein wenig Geduld, bevor ich Ihnen meinen heutigen Gast vorstelle. Ist die angesprochene Person allein, antwortet sie mit der ersten Person Singular ich. Wie heißen Sie? Ich heiße Held, Karl Held. Wo wohnen Sie? Ich wohne in der Ortsstraße 16. Haben Sie Haustiere? Nein, ich habe keine Haustiere. Werden gleich mehrere Personen angesprochen, antworten sie entweder mit den Pronomen ich plus er sie das oder mit wir. Wie heißen Sie? Ich bin Herr Held und das ist Herr Maus. Wo wohnen Sie? Wir wohnen beiden im gleichen Haus. Halten Sie Haustiere? Nein, ich habe keine, aber Herr Maus hat eine Katze. Die Höflichkeitsform. Die Höflichkeit wird im Singular, eine Person, und im Plural, mehrere Personen, gleich konjugiert. Guten Tag, Herr Schuster. Schön, dass Sie da sind. Ich habe eine wichtige Nachricht für Sie. Guten Tag, meine Damen und Herren. Es freut mich sehr, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Haben Sie noch ein wenig Geduld, bevor ich Ihnen meinen heutigen Gast vorstelle. Ist die angesprochene Person allein, antwortet sie mit der ersten Person Singular ich. Wie heißen Sie? Ich heiße Held, Karl Held. Wo wohnen Sie? Ich wohne in der Ortsstraße 16. Haben Sie Haustiere? Nein, ich habe keine Haustiere. Werden gleich mehrere Personen angesprochen, antworten sie entweder mit den Pronomen ich plus er sie das oder mit wir. Wie heißen Sie? Ich bin Herr Held und das ist Herr Maus. Wo wohnen Sie? Wir wohnen beiden im gleichen Haus. Halten Sie Haustiere? Nein, ich habe keine, aber Herr Maus hat eine Katze.